Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Fellner Live, bei unserem Wahlbarometer jetzt immer am Donnerstag. Die Umfrage haben wir gerade mit dem Herrn Professor Beutelmeier analysiert und jetzt wird sie zerlegt oder seziert, kann man sagen, von drei Experten. Bei mir zu Gast im Studio ist Maria Rauch-Kallert. Hallo. Schönen Abend. Peter Westenthaler und Josef Czapp. Wir starten wie immer mit der Sonntagsfrage, mit der Hochrechnung und die Rohdaten. Schauen wir uns gleich beides an und als erstes schauen wir uns einmal die Hochrechnung an. 2000 Interviews über die vergangenen 14 Tage. An der Spitze wenig Neues. Die FPÖ nach wie vor klar auf Platz 1, wenngleich sie da innerhalb der Schwankungsbreite einen Prozentpunkt verliert, ist jetzt bei 29%. Nach wie vor 5 Prozentpunkte vor der SPÖ. Die kommt auf 24%, ebenfalls minus 1. Die ÖVP bleibt bei ihren 21%, NEOS 11, Grüne 9, KPÖ 4 und andere Parteien bei 2%. Frau Kallert, jetzt, wenngleich, sage ich mal, da eine minimale Veränderung drinnen ist, wirklich viel Boden gut kann die ÖVP derzeit nicht machen. Ja, sie hängt bei diesen 21% fest und klar auf Platz 3. Das ist auch nicht erfreulich, weil das nicht das Ziel der ÖVP ist im Hinblick auf die kommenden Wahlen. Aber es ist ja noch einige Zeit hin und bis dahin wird, glaube ich, auch noch manches gut zu machen sein, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass jetzt mit der Beschlussfassung des Budgets auch die Regierungsfähigkeit oder die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung einmal mehr unter Beweis gestellt ist. Es wird ja auch immer wieder abgesprochen, dass die Regierung gut zusammenarbeitet. In der Zwischenzeit, glaube ich, ist mit diesem Budget ein wichtiger Impuls auch für die Zukunft gesetzt. Das ist insbesondere in Zukunftsfragen investiert, also Kinderbetreuung, Wissenschaft und Forschung und vor allem auch in die Sicherheit. Und das ist ein Thema, das die Menschen sicher bewegt in Zeiten wie diesen, vor allem angesichts des Terrors in Israel und dem Gazastreifen und dem Ukraine-Krieg, ist die eigene Sicherheit natürlich etwas, das den Österreicherinnen und Österreichern immer wichtiger wird. Unabhängig davon allerdings, wir schauen uns auch die Rohdaten an, da liegt die ÖVP überhaupt nur noch bei 13%, verliert in den Rohdaten sogar 2 Prozentpunkte, die beziehen sich auf die letzte Woche. Wir haben das letzte Woche eh auch schon kurz besprochen, diese 13%, und dann komme ich auch gleich zu Herrn Westendahl und zu Herrn Czapp, aber vielleicht noch ganz kurz zu Ihnen. 13% in den Furchtbar. Rohdaten, da liegen ja fast die Grünen schon gleich auf, muss man sagen, mit 8%. Mit 8% ist das, aber trotzdem, ja, aber sehr viel keine Frage, ist immer, also für sagen, die ÖVP ist das sicher kein erfreuliches Ergebnis. Gar keine Frage, da braucht man gar nicht drüber hinwegtäuschen. Ja. Vielleicht gleich bei den Rohdaten bleibend. SPÖ liegt bei 23, SPÖ bei 18, ÖVP eben bei 13. An sich könnte man sagen, in den Rohdaten relativ klar sind immer so 5% Sprünge. Ist das derzeit auch so Ihr Gefühl, es gibt einen klaren Ersten, es gibt einen klaren Zweiten, es gibt einen klaren Dritten? Oder? Absolut, das zieht sich ja auch durch alle Umfragen andere Institute, das ist bestätigt. Es gibt ein Institut, das hat die Unic Research, hat die FPÖ letzte Woche bei 32% ausgewiesen, die SPÖ bei 22% und die ÖVP bei 21% in der Hochrechnung. Aber in der Tendenz stimmt es, es ist manchmal mehr, manchmal weniger und es ist erstaunlich stabil über die letzten Monate hindurch oder sogar über das letzte Jahr hindurch erstaunlich stabil, dass die FPÖ dieses Niveau halten kann, bin ich beeindruckt. Aber was heute in der Umfrage, und das ist, es soll unsere Sendung auch immer ein bisschen einen Mehrwert haben. Ne? Das ist, jetzt haben alle die Zuseher die Umfrage gesehen. Ihr erzählt jetzt, was die Seher nicht gesehen haben in der Umfrage. Und das ist deshalb so beeindruckend, weil es in dieser Umfrage erstmals der Fall ist, erstmals. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Herbert Kickl heute Geburtstag hat. Alles Gute von dieser Stelle. Gesundheit und Glück. Aber erstmals liegt die FPÖ auch in allen Untergruppen. Und zwar in allen. Egal welche Altersgruppe, egal ob Männer oder Frauen, egal ob jung oder alt, egal welche Berufsbildung, überall, das hat es noch nie in der Geschichte gegeben auf Platz 1. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, die Tabellen.
Bei den Männern haben wir eh gewusst, dass die FPÖ so stark ist. Und das sind jetzt alles Rotdaten, die ich da habe. 28% Rotdaten bei den Männern, nicht hochgerechnet. Bei den Frauen Nummer 1 mit 18 in den Rotdaten, alle beiden anderen Parteien dahinter. Bei den Jugendlichen weit vorne mit 24%. Beim Mittelalter vorne, ja sogar bei den Pensionisten ist die FPÖ erstmal stärkste Partei, hat die ÖVP um ganze 6% überholt. Bei den einfachen Angestellten, bei den leitenden Angestellten, bei den Arbeitern sage und schreibe Rotdaten 37% bei den Arbeitern in dem Land. Wenn man das hochrechnet, bist du bei irgendwo zwischen 42% und 43%. Bei den Selbstständigen klare Nummer 1, bei den Familien klare Nummer 1. Das kann man alles nachlesen, das ist alles in den Tabellen, die ihr uns dankenswerterweise geschickt habt. Das ist beeindruckend, das hat es noch nie gegeben und da ist was in Bewegung, das meine ich damit. Da ist ein großes, eine große Verschiebung, eine Wendestimmung da wie noch nie zuvor. Und der ÖVP-Wert, der ja wieder zumindest in den Rotdaten auch runtergegangen ist und auch beim, wir werden es dann sehen, beim Kanzler selber, ist natürlich ein Nachzieheffekt des Bürgergeld nach wie vor. Ich habe das, wie wir die erste Sendung gemacht haben, vor 3 Wochen, gesagt, das dauert immer 2-3 Wochen, bis das in der Bevölkerung auch gesickert ist, bis das durchdiskutiert ist, bis es über die Medien transportiert worden ist. Und jetzt sind wir da ziemlich am gusseisernen Bestand. 13% für die Kanzlerpartei in den Rotdaten, das hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben. Ist auch einzigartig, gewaltig. Und einen Satz noch, dieses Budget, du hast da jetzt ein paar Goodies herausgenommen, ich sage 3 negative Sachen. Wir haben ein Budget mit dem höchsten Defizit in der Geschichte der Republik Österreich. Wir haben ein Budget mit dem höchsten Schuldenstand der Republik Österreich in der Geschichte. Und wir haben ein Budget, wo nicht eine einzige strukturelle Maßnahme gegen die Teuerung für nächstes Jahr budgetiert ist. Das sagt, diese 3 Kerndaten sagen eigentlich alles, das Budget kannst du nehmen und kübeln. Das wird für diese Bevölkerung überhaupt nichts auslösen, ganz im Gegenteil. Das wird noch einmal einen Schub bewegen, dass möglicherweise die Regierung noch einmal ein bisschen runtergeht. Herr Czapp, erste Runde, Sie waren noch nicht an Bord. Die SPÖ verliert jetzt leicht, kann man sagen. Man kann sagen, es ist innerhalb der Schwankungsbreite. Aber was sie zumindest nicht tut, ist, zur FPÖ aufzuschließen. Warum nicht? Ja, ist es diese Schrebergarten-Affäre, die da momentan drückt? Ist das, weil der Andreas Babler nicht wirklich durchschlägt? Woran machen Sie das fest, dass die SPÖ da derzeit nicht weiter raufkommt und der FPÖ nicht näher kommt? Erstmal so richtig behöflich bei der Antwort. Nein, also ich stelle mir Folgendes fest. Erstens, es ist eine relativ stabile Umfragelandschaft, das ist richtig. Zweitens, Schwarz-Blau hat eine Mehrheit im Moment, wenn man das zusammenaddiert. Das ist ja bei uns auch immer ein Thema, wenn man ja manchmal mit der ÖVP in der Regierung waren, obwohl immer eine schwarz-blaue Mehrheit war. Rot-blau da. Rot-blau hat auch eine Mehrheit. Und dazu kommt aber noch, dass natürlich in der ÖVP der eine oder andere darüber nachdenkt, wie wäre das, wenn Kickl Kanzler wäre und wer in der ÖVP könnte den Vizekanzler machen. Das ist mit Sicherheit langsam ein Thema, wenn das hier weiter stabil bleibt bis zum Wahltag. So, das stelle ich mal in den Raum, ja, werden wir mal sehen, was da die Gerüchteküche und die Strategierunden dabei noch alles erarbeiten. Was weiters zu beobachten ist, dass in der Tat die FPÖ, naja, also ich meine, man muss einmal schauen, ob das so bleibt alles. Ja. Und das ist eine Momentaufnahme, so wie immer diese Umfragen Momentaufnahme sind. Nur der Moment dauert schon ein bisschen lang. Ein Jahr ungefähr. Ein Jahr. Längerer Moment. So langer Moment. Aber es gibt sowas mit dem historischen Optimismus und da muss man dann mal sagen, irgendwann geht auch ein Moment zu Ende. Ja. Und auf den muss man hinarbeiten. Das ist die Aufgabe der anderen Konkurrenten, dass sie darauf hinarbeiten. So richtig gut unterwegs sind ja die anderen Parteien. Es gibt ja nur die Neos und die Grünen, die lassen wir immer außen vor. Aber die haben immer so die Grundeln, sagt man in Wien, ja, zwischen knapp über Zähne. Es ist immer das Gleiche. Das muss ein bisschen mit denen ihrer Politik zusammenhängen. Anders gibt es ja das nicht. Und die Grünen in der Regierung profitieren davon gar nicht. Ja? Man hätte ja sagen können, man geht in die Regierung und am Schluss schreien alle Juhu. Das war ja wirklich super, dass ihr da jetzt in der Regierung jahrelang ausgehalten habt mit der ÖVP. Und daher müsst ihr unbedingt mehr Stimmen kriegen. Und wir werden alles dafür tun, damit das so ist. Müsli, Müsli, Müsli und irgendwann wird es besser. So, und am Schluss komme ich zu dem, was die Sozialdemokraten betreffen. Es ist Luft nach oben. Das ist ja keine Frage. Ich habe schon andere Zeiten erlebt, wo man ja, wenn ich mich erinnere,
mit 51% einmal eine Wahl geschlagen haben, ja, im 79er Jahr. Wir haben dann nachher noch einen Vierer vorn gehabt. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir einen Dreier vorn gehabt haben. Ein Einser oder ein Zweier ist sozusagen zwar hinzunehmen, wenn der Wähler und die Wählerin sich so entscheiden, aber es ist nicht hinzunehmen, indem man sich nicht bemüht, dass man da höher raufkommt. Weil wenn man gestalten will, wenn man verhindern will, dass es Schwarz-Blau gibt, die parallel dann zu den Gesprächen mit den Sozialdemokraten an einer Regierung basteln, dann muss man vom Wähler und von der Wählerin eine entsprechende Unterstützung oder Stärkung haben, damit man dann auch diesen Gestaltungsauftrag erfüllen kann. Und das kannst, egal ob du jetzt in der Regierung kommst oder nicht, nur dann, wenn du die entsprechende Stärke hast. Das sagt sie danach bei der Verteilung der Regierungspositionen, der Kompetenzen und so weiter. Und das, da ist, da sage ich, Luft nach oben bei den Rohdaten vor allem. Ja. Die Hochrechnungen, das sind immer so eine Geschichte, aber bei den Rohdaten absolut Luft nach oben. Und bitte darf ich noch einen letzten Satz hinzufügen. Die anderen, und der andere steht 27%, wollen da überhaupt niemanden von den 6 Parteien. Das ist natürlich auch eine, die sind eigentlich in den Rohdaten die stärksten. Man muss sich das vorstellen. Richtig. Die Kandidaten, also die Parteien, die im Parlament sind, außer der KPÖ jetzt, die aber haben so 13, 18, 23, seit 30 Jahren so, 7, 7, das ist nicht schön reden, ja, ich muss jetzt nicht sagen, was kritisch ist. Also 13, 18, 23, 8, 7, 4, und dann die Stärksten, die sagen, wisst ihr was, sucht euch überhaupt einen anderen da, ihr Brindler. Das ist meiner Meinung nach, zumindest sollte man es berücksichtigen. Weil ja, du besetzt, oder ich entscheide du tust jetzt ablenken vom dramatischen, ja, vom dramatischen SPÖ-Ergebnis. Okay, aber die Wahrheit ist, lieber Josef, dass das in Wahrheit ein deutlich geringerer Wert ist, das wundert mich nämlich, als in den Jahrzehnten davor. Ich darf dich erinnern, dass noch ein halbes Jahr vor einer Nationalratswahl, und zwar das betrifft alle letzten Nationalratswahlen, und du wirst das ja wissen, weil du hast ja viel auch selbst vorbereitet, war die Unentschlossenheit bei zwischen 40% und 50%, das ist ja für mich das Beachtliche, dass dieser Wert vor dem Hintergrund, dass wir spätestens in einem Jahr Nationalratswahl, möglicherweise früher haben, eh nur mehr bei 27% liegt. Und aufgrund dieser Wendestimmung, die da ist, sicher die überwiegende Mehrheit schon entschlossen hat, schon jetzt, obwohl noch gar keine Wahl am Horizont ist. Das ist ja noch nicht da. Also das muss man schon ins Verhältnis setzen mit den vergangenen Ereignissen. Also so gesehen ist diese Säule zwar vergleichsweise zu den anderen hoch, vergleichsweise zu den früheren Zeiten deutlich geringer. Das ist das eine. Das zweite ist, zur Sozialdemokratie, ich glaube, die haben mittlerweile ein wirkliches Entscheidungsproblem und das spiegelt sich auch in dieser Umfrage wieder. Während bei der ÖVP dieses Bürgergeld jetzt nachwirkt, poppt jetzt bei den Sozialdemokraten natürlich voll diese Kleingarten-Skandalgeschichte auf. Und nachdem da jeden Tag ein neuer Fall herkommt, bis jetzt hin zum Spätze vom Ludwig, vom Städtebund-Generalsekretär, der sich da auch ein idyllisches Kleingartenanwesen um billiges Geld gekauft hat, dann wurde es umgewidmet und dann ums Doppelte verkauft, da gibt es keine Entscheidung. Und ich glaube, wenn eine Partei in so einer Frage, und ich gebe zu, wir haben auch genug Krisen der Vergangenheit gehabt, aber du musst dann Lösungen bringen. Was jetzt passiert, ist ein Durchtauchen. Der Pablo sagt, ich habe eh schon was dazu gesagt. Die Wiener SPÖ sagt, für uns ist das erledigt, was nicht der Fall ist. Solange da keine konkreten Entscheidungen getroffen werden im Hinblick von, was passiert eigentlich mit den Übergewinnen, die da mit ein paar so komischen Umwidmungen plötzlich lukriert worden sind. Was passiert mit denen? Müssen die zurückgezahlt werden? Sagt, haut der Babel am Tisch und sagt, ihr müsst alle zurücktreten oder zumindest das Geld, was ihr mehr erwirtschaftet habt, den Steuerzahlern vielleicht in einen Fonds oder wo zurückgeben. Und diese Nichtentscheidung ist das Tödlichste, und zwar für jede Partei. Und ich glaube, in diesem Vakuum befindet sich derzeit die SPÖ und deswegen bewegt sie sich ja nicht nach oben, weil es auch nicht zur Erzählung der SPÖ passt. Wenn sie der Babler hinstellt und bei einer Pressekonferenz behauptet, wir sind die Partei der Heiselbauer, dann regt das alle nur zum Schmunzeln an, wenn du im Hintergrund weißt, ja, ihr seid es eh, aber auf den vergoldeten Parzellen in euren Kleingartensiedlungen. Und das, da kommst du nicht durch. Und ich glaube, das ist der Hemmschuh, den derzeit die SPÖ hat. Aber du vergisst, dass der Babler gesagt hat, genau diese Umwidmungsgewinne
die Kern ordentlich besteuert oder man kann irgendwie mal vorstellen, aber es passiert nichts. Aber es passiert nichts. Das ist ja nicht an der Regierung. Nein, aber für die eigenen Leute kennt es ja eine Abschöpfung. Nein, das muss dann alle. Die Frau Herr kennt es enteignen zum Beispiel. Es muss dann alle. Umwidmungsgewinne, die dann alle betreffen und das kann man für den sozialen Wohnbau verwenden und so weiter. Ja, das haben wir schon gesagt. Also nur als ein bisschen die Gedächtnisstütze muss ich manchmal schon sein für dich, weil das hat er gesagt. Ja, aber nicht das für die nicht mehr betroffenen Bonzen aus der Wiener SPÖ. Er hat es in der Partei noch nicht durchgesetzt. Er kann gar nichts durchsetzen. Rechtlich wurde das geprüft und jeder muss dann dazu stehen, wenn er das gemacht hat. Und ich verteidige da nichts und niemanden. Okay, schauen wir uns noch die Kanzlerfrage an, sowohl Hochrechnung als auch die Rohdaten. Zuerst auch hier die Hochrechnung. Interessant, Herbert Kickl hier konstant bei 28%, ist damit eigentlich gleich auf mit dem FPÖ-Parteiwert. Andreas Babler liegt deutlich unter dem SPÖ-Wert, bei 21%, minus 3. Karl Nehammer bei 21% mit dem ÖVP-Wert hier gleich auf, allerdings auf sehr, sehr schwachem Niveau. Beate Meinl-Reisinger 11 und Werner Kogler 8. Und schauen wir uns vielleicht, weil ich glaube, bei der Kanzlerfrage ist das mindestens genauso aussagekräftig, wenn nicht aussagekräftiger, die Rohdaten an, nämlich ungestützt bzw. eben mit der Antwortmöglichkeit keiner dieser Kandidaten. Da sagen 20%, sie würden Herbert Kickl zum Kanzler wählen. Andreas Babler liegt bei 15. Karl Nehammer verliert stark in der letzten Woche noch einmal. Jetzt nur noch bei 13% in den Rohdaten, minus 3. Beate Meinl-Reisinger bei 8, 5 für Werner Kogler und 39%. Also auch hier der höchste Balken, sagt keiner dieser Kandidaten. Aber Frau Kallert, insbesondere der Wert des amtierenden Kanzlers, 13%. Jetzt haben wir schon über die 13% der ÖVP geredet. Jetzt kann man sagen, gut, das ist gleich wieder ÖVP-Wert. Andererseits, Karl Nehammer ist Kanzler. Und normalerweise gibt es sowas wie einen Kanzlerbonus. In dem Fall gibt es den überhaupt nicht mehr oder ist durch das Bürgergeld komplett verpufft? Der ist offensichtlich durch die Diskussion rund um den Bürger absolut in den Hintergrund gerückt und im Moment leider verspielt. Aber es wird ja hoffentlich nicht so bleiben. Wir gehen davon aus, dass es hoffentlich in den nächsten 12 Monaten bergauf geht oder in den nächsten 10 Monaten, es sind ja nur mehr 10 Monate, bis zum nächsten Wahlkampf, der, nehme ich an, im September beginnen wird. Aber na, der Wahlkampf spätestens wahrscheinlich schon früher. Die EU-Wahl gibt es noch. Ja, die EU-Wahl. Die Wahl, schauen wir mal, wann die sein wird. Was schon auffällig da ist, sind diese 39%. Ist das nicht auch ein Problem, dass derzeit anscheinend keiner dieser Kandidaten wirklich durchzieht? Also ich glaube, dass sich die Menschen nicht festlegen wollen im Moment. Es stehen keine Wahlen unmittelbar bevor. Sie müssen sich nicht entscheiden. Daher sind sie im Moment offensichtlich von keinem der Kandidaten wirklich überzeugt und wollen sich das auch verständlicherweise noch völlig offen halten. Also das verwundert mich nicht. Was mich eher schockt, aber da werden wir später ohnehin noch darauf zurückkommen, ist das Thema Demokratie, das ja auch abgefragt wurde. Und Vertrauen, das sind schon Themen, wo zu hoffen bleibt, dass sich das wesentlich verbessert. Ich glaube, man muss, ja, die 39% sind schon relativ hoch da, aber man muss da was Systemisches dazu sagen. Es gibt keine Kanzlerdirektwahl in Österreich. Das heißt, ist eine rein fiktive Frage und das ist wahrscheinlich auch bei einigen geschuldet, dass die gesagt haben, warum fragt sie mir das, ich kann ja meine direkt wählen. Also deswegen ist auch dieser Balken 39 höher als zum Beispiel bei der Sonntagsfrage, das muss man natürlich sagen. Das Zweite ist, naja, der eine, nämlich der Babler, geht in der Hochrechnung um 3 runter und der Nehammer geht in den Rohdaten um 3 runter. Also zwei ernüchternde Ergebnisse eigentlich, währenddessen der Kickl stabil auf Nummer 1 dahin surft, auch historisch einzigartig, weil es kann mich nicht erinnern, dass es jemals in der Republik eine Phase gegeben hat, müssen wir das bestätigen, wo der amtierende Kanzler nicht in allen Persönlichkeitswerten vorn gelegen ist, weil es einen Kanzlerbonus gibt. Man sieht, Nehammer hat keinen Kanzlerbonus mehr. Der ist völlig verspielt. Das hängt eben mit seiner mangelnden Glaubwürdigkeit auch zusammen, mit dem Bürgergeld, das er noch immer nicht wegbekommen hat. Ich meine, jetzt hat er letzte Woche krampfhaft versucht, mit Funktionärstreffen und auch beim anderen Sender in dem Bürgerforum das zu erklären, hat aber in Wahrheit keine Änderung gemacht. Das heißt, er hat es noch bestärkt. Und das spiegelt sich dann auch in der Umfrage wieder.
Ich verstehe nicht, was so schwer ist, wenn alle dir sagen, und er muss ja Leute haben, die es auch ernst mit ihm meinen, nicht nur seine Berater, die alles abnicken, was er sagt, sondern vielleicht hat er Familie, Verwandte, Freunde, die ihm sagen, Alter, was du gesagt hast, war ein Blödsinn. Warum gehst du nicht her und sagst, Freunde, ich entschuldige mich dafür, das war einfach falsch, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich habe das anders gemeint, wenn es so ist. Mittlerweile glaube ich aber, es ist nicht so, der meint das wirklich. Und in dem Bürgerforum auf dem anderen Sender hat er ja wieder bestärkt und hat gesagt, ja, wer arm ist, muss mehr arbeiten. Wahnsinn, weil es einfach nicht stimmt in dieser Generalität. Und zweitens hat er noch was, jetzt, er hat es noch verschlimmbessert, indem er gesagt hat, er geht davon aus, dass viele in dem Land einfach nicht wissen, wie man Sozialleistungen abruft und soziale Zahlungen. Das heißt, er hat jetzt die, die eh Kammergeld haben, auch noch für dumm hingestellt, weil sie das nicht abholen, die sozialen Leistungen. Das hat er wortwörtlich gesagt. Und da haben alle mit dem Kopf geschüttelt in dieser Sendung. Das heißt, den muss man einmal erklären, was in Österreich sich so abspielt, wie die Menschen da leben, dass es Armut natürlich gibt, dass jetzt gerade, wir haben dann einen Chart weiter, ich habe es in der Umfrage heute gebracht, dass 75% der Menschen spüren, die von allen Bewohnern Österreich, spüren 75% die Teuerung. Das ist ein unglaublicher Wert. Das sind nicht nur mehr die 2 Millionen an der Armutsgrenze. Es geht weit in den Mittelstand. Weit, wenn man so will, in ÖVP-Kernwählerschichten hinein. Und die haben dann einen Parteivorsitzenden und Kanzler, der einen ausrichtet, geht's mal arbeiten, dann habt ihr mal gehört. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das, wenn er da die Kurven nicht kriegt, das bleibt im Bicken bis zur Wahl. Wenn er sich da nicht erklärt und einen Rückzieher macht, schade. Also das ist kurze Replik dann. Nein, nur kurze Replik. Also du sagst natürlich, ja, die Leute spüren die Teuerung, ja, die Leute spüren, dass es schlechter geht, aber das ist ja kein österreichisches Phänomen, das ist ja ein europaweites Phänomen, weil wenn du dir jetzt auch die Daten anschaust innerhalb der Vergleiche innerhalb von Europa, ich meine, Österreich ist immer noch bei den Haushaltseinkommen von allen OECD-Ländern an achter Stelle. Beim Jahresnettoeinkommen ist es europaweit an vierter Stelle. Und das renommierte Bruegel-Institut hat festgestellt, dass Österreich immerhin mit den Antiteuerungsmaßnahmen, die wir gesetzt haben und die natürlich sowohl die SPÖ und auch die FPÖ natürlich gerne kleinredet, aber immer noch im Vergleich aller EU-Länder an zweiter Stelle liegt. Also so ganz so schlecht können es die Österreicherinnen und Österreicher nicht gemacht haben und die Regierung. Ganz kurze Replik. Ich kenne ja die Argumentation. Das mag alles stimmen, ich widerspricht da gar nicht. Aber was hat der Einzelne von diesen Zahlen? Was hat er davon, wenn du dem der Familie, der es nicht gut geht, die sich aufgrund der Inflation die entscheiden muss, ob sie heizt oder isst an diesem Tag, was hat er davon, wenn du dir erklärst, aber den anderen geht es ja viel schlechter als euch? Also das ist ja das, wo du ja noch einmal die verhöhnst. Denn die interessiert die internationale Entwicklung nicht. Die wollen eine Lösung haben für ihr Problem. Ja nicht Nein, aber die wollen eine Lösung haben für ihr Problem. Ja. Und das ist ja nicht, weil du gerade die internationale Entwicklung ansprichst, es kommt ja auch nicht von irgendwoher, dass mittlerweile unsere Regierung die weltweit schlechteste ist. In allen Umfragen. Kolumbien hat jetzt vor zwei Wochen Österreich überholt. In den Umfragen der Bevölkerungen. Ja, ja. In den Umfragen. Also irgendwas muss ja gemacht werden. Da nutzt nichts im internationalen Vergleich. Davon haben die Familien in dem Land nichts. Dieses Rollenspiel kenne ich ja. Ich bin einmal Oppositionsklubmann gewesen und ich war Bundesgeschäftsführer und habe auch Regierungspositionen kritisch, aber doch vertreten. Ja. Und das wiederholt sich da genau eins zu eins. Es ist auch eine kommunikative Frage. Schau, was du dort hinstellst und immer Einzelschicksale in die Kommunikation einbringst. Und das ist immer das Wirksamste, aber auch das Beste. Weil es hat einer von Statistik nichts. Ich habe früher auch, was regst du auf? Du bist ja nicht mehr 8er, sondern 7er. Spürst du das nicht schon beim Einkaufen? Ja, du bist 7er. Und der sagt, ich sage, ja, wenn man die Rechnung angeschaut, wir sind 7er in der OECD. Mein Gott, ist das super. Na, das werde ich gleich beim Abendessen mit einem Viertel feiern. Also so ungefähr läuft das. Und das ist aber das ist sinnlos. Das ist so. Ich kenne das. Ein trauriges Thema, lustig dargestellt, ganz genau. Und das Einzelschicksal in den Mittelpunkt zu rücken, pass pro toto, ja, als Teil vom Ganzen, als Beispiel, wo ich Empathie entwickle und sage, um dieses Einzelschicksal geht es mir jetzt. So. Und wenn du vorher wahrscheinlich einen Burger runtergewürgt hast und geprägt bist von diesem Erlebnis, dann, und das war
eine Katastrophe, weil da ist die ganze Empathiekommunikation zusammengebrochen. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil es ist eh schon da, das können wir in den Untersuchungen dann sehen. So ein bisschen so diese Distanz, die da oben, wir da unten, die haben kein Herz mehr, die haben kein Gefühl mehr. Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, diese Distanz, dass du das versuchst zu überwinden, auch mit Initiativen, die einfach kommuniziert sind, ja, und das ist die Schwäche von einer Budgetdebatte. Ich höre mir das heute wieder angehört, ja, es ist völlig sinnlos. Also da kommt, da geht es immer nur Ding, Dong, Bing, Bong. Ja. Das schaut keiner zu. Da dran so, ja, das, da wird der UEFA einschaltquoten haben. Das ist sinnlos. Ja. Trotzdem gut, dass es bringt. Aber trotzdem gut, dass es bringt. Ich war heilfroh. Ja. Wie ich damals im 33-Jahr gewählt bin, hat der UEFA gar nichts gebracht und alle haben gefragt, was machst du eigentlich? Ja. Und dann kam man endlich die Übertragung und dann hat man es gesehen. Es gibt schon auf Wagner-Zahlen, Privatsender ist es mittlerweile auch übertragen, teilweise auch mehr übertragen als der UEFA. 24 tags mehr und macht es auch spannender. Ja. Also die haben, das ist ja ganz anders. Das habe ich vergessen zu sagen. Aber nur um das geht es jetzt. Und diese, und jetzt sage ich was, weil du kommst ja dann bald zum Babler. Das hat der Babler drauf. Diese Einzelschicksalkommunikation, diese Empathie, das hat er drauf. Ja, da kann man noch so viel lachen über das warme Essen für die wahrscheinlich 43.000 Kinder, die kein warmes Essen in Österreich haben. Und 1,7 Millionen haben es. Ja. Und wenn wir sie alle miteinander bemühen, die Caritas, die Eltern, wer auch immer, der Arbeitgeber oder was weiß ich wer, oder die Kirchen, dann ist das. Und das ist die Stärke des Babler. Und deswegen glaube ich, mir dann noch zulegen. Dann machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter. Und ich würde sagen, wir teilen die nächsten beiden Einstiege dann in Regierung, nämlich ÖVP Grüne und die Performance und Opposition, FPÖ, SPÖ und vielleicht auch ein bisschen NEOS. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, wir kommen zurück bei unserem Wahlbarometer. Josef Czapp, Maria Joach Kallert und Peter Westenthaler sind zu Gast. Sprechen wir ein bisschen über die Regierungsparteien und auch die Performance und warum das anscheinend momentan in den Umfragen nicht wirklich gutiert wird von den Wählern. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, den vorher, glaube ich, der Peter Westenthaler gebracht hat. Warum entschuldigt sich der Kanzler nicht für diesen Burger-Saga? Ist das Ihrer Meinung nach eine bewusste Kommunikation, dass man sagt, man will einfach hier nicht kein Schuldeingeständnis machen? Und ist das klug? Ja, ich glaube, er ist der Meinung, er hat niemanden persönlich beleidigt. Also bei wem soll er sich entschuldigen? Zumindest ist das so drüber gekommen. Aber warum er offensichtlich... Wäre es kommunikativ Ihrer Meinung nach richtig, sich zu entschuldigen? Oder ist es manchmal besser, durch sowas durchzutauchen? Ich weiß es nicht, ob das dann wirklich auch glaubwürdig drüber käme, wenn er sich jetzt entschuldigt. Er hat ja ganz klar gesagt, er wird sich nicht dafür entschuldigen. Und wenn das hilft, wäre es vernünftig, es zu tun. Ich bezweifle nur, dass es wirklich hilft und dass es irgendetwas an der Diskussion ändert. Die Diskussion läuft, die ist, wie sie ist. Und solange es kein anderes Thema gibt, dass diese Diskussion überdeckt. Und sie wird immer wieder kommen, erfahrungsgemäß. Es wird nicht nur von den beiden hier immer thematisiert werden, sondern es wird natürlich von der Opposition auch weiter benutzt werden. Das muss man wissen in der Politik, aber das ist halt einmal so. Aber da gibt es ja, muss man sagen, durchaus Kniffe in der Politik. Ich meine, Sie drei wissen das am besten, wie man solche Diskussionen dann auch umdrehen kann und wie man vielleicht sogar aus sowas, ich meine, man wird es nicht schwer positiv darstellen können, aber es irgendwie sich vielleicht sogar zunutze machen kann. Also es gab echte Staatsmänner, für mich ist Nehammer kein Staatsmann, aber es gab echte Staatsmänner in der Geschichte, nicht nur in Österreich, weltweit, europaweit, die immer wieder sich auch für Fehler entschuldigt haben und damit gut gefahren sind, weil es einfach empathisch ist. Es gibt keinen Menschen, der fehlerlos ist. Aber der Nehammer glaubt es. Er glaubt es von sich selber, er ist komplett fehlerlos. Naja, ich finde, das größte Manko, das dieser Mensch, dieser Herr Nehammer, dieser Kanzlerdarsteller derzeit hat, ist die Empathielosigkeit, die Herzlosigkeit, kälter wie ein Kühlschrank. Nur mit der Edstadler ist noch kälter. Aber er hat so einen Kühlschrank. Das kann ja nur gut sein, indem er einen menschlichen Zug zeigt und sagt, ja, ich habe mich da geirrt, es tut mir leid, es passiert jedem. Ich habe was anderes gemeint. Also das hätte ich ihm geraten. Und ich hätte nicht
mit dem Kopf durch die Wand und noch einmal bestärken und noch einmal drauf und dann bei der nächsten Bürgerrunde noch einmal erklären, ich meine das so. Ja, also das halte ich für falsch. Ich glaube, er wäre mit einer Entschuldigung und dann auch mit der Aufmerksamkeit, die er dann hat, für zu erklären, was er eigentlich gemeint hat, besser gefahren. Aber ich noch einmal, mittlerweile, nachdem er das ja jetzt seit 4 Wochen nicht macht, muss man wirklich daran zweifeln, ob er das nicht wirklich so meint. Und ich glaube mittlerweile, er meint das so. Und wenn wir schon bei Entschuldigen sind, was haben wir im Moment für ein Hauptproblem? Und das schlägt sich auch in den Umfragen auch der Regierungsparteien nieder. Wir haben wieder mal ein Problem, die da oben und wir da unten. Die da oben richten sie alles. Die können sie alles richten. Die haben 24.000 Euro Einkommen, die haben ihre Dienstautos, die leben in Saus und Braus. Und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, denen geht es nicht gut, weil sie sich gerade in der Inflation nichts leisten können und weil viele um ihre Existenz kämpfen. Und dann geht ein Finanzminister her, den ich bisher, du weißt es, immer hier sehr positiv beurteilt habe, wird es ja nicht jetzt grundsätzlich was ändern. Aber er hat einen schweren Fehler gemacht, da könnte er sich auch dafür entschuldigen. Und schüttet Bonis, das hat es überhaupt noch nie gegeben, Bonis für seine Mitarbeiter aus, für 22 Mitarbeiter im Finanzamt, 6.800 Euro in einem Monat. Und ein gewisser Herr Durske, dem die Öffentlichkeit kein Begriff sein wird, das ist der Staatssekretär im Finanzministerium, ÖVP, auch noch 8 Mitarbeitern jeweils 6.800 Euro, macht in Summe in Toto 150.000 Euro Steuergeld für 30 Mitarbeiter des Finanzministeriums. Und das in einer Zeit, wo die Menschen, sagt jetzt einmal wienerisch, den Kitt vom Fenster runteressen. Das kann es nicht sein. Das kann, ja, das ist eine wienerische Formulierung für arm sein, wenn du das nicht kennst. Bei uns im Favoriten sagt man das so. Das kann es nicht sein, das versteht niemand. Und vielleicht ist das auch ein klitzekleiner Teil dieser Umfragen, die südwärts gehen, dass sich hier eine Klasse richtet, nicht erkennt nicht einmal, dass den Menschen schlecht geht und sich selber Vorteile verschafft. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was halt niemand versteht und wo die Empathie fehlt. Und ich glaube, wir haben da herinnen auch Empathie. Ich habe die Empathie. Ich rede auch mit vielen Leuten in Wien und in der Steiermark und die sehen das auch so. Kann ich da herin sagen? Als einer, der auch schon länger dabei ist und sämtliche Regierungsformen miterlebt hat. Und ihr wart ja einige Male, ihr wart ja als Freiheitliche Partei 3-mal in einer Regierung. Ja. Und wenn du mir erzählst, dass die Freiheitlichen, die damals Ministerposten gehabt haben, Staatssekretäre waren, nicht sofort sich hinein integriert haben in diese Kaste derer da oben, die sich richten und die da oben dabei sind und so weiter, na, dann muss ich dich ein bisschen erinnern, dass das schon so war. Ich kann mich erinnern an Dienstauto-Geschichten. Ja. Ich kann mich an unzählige Sachen erinnern. Kann ich dir auch erklären, was? Nein, aber im Gegensatz wenn wir schon beim Erinnern sind. Nein, im Gegensatz jetzt zu der anderen Argumentation von dir sage ich nicht, dass bei mir von den Sozialdemokraten lauter Engel unterwegs sind. Das sage ich nicht. Ich bin nur dafür. Es hat gar keine nur Engel-Regierungen gegeben. Nur das sage ich. Und das ist egal, in welcher Zusammensetzung sie war. Und nur darum geht es mir. Und jetzt ist es auch um diese Empathie-Geschichte. Das macht es nicht besser. Und die Demokratieumfrage, wo da steht, 43% sind unzufrieden mit der österreichischen Demokratie und nur 24% sind zufrieden, das ist das Ergebnis dessen, dass man Politik verdrossen hat. Ja. Ein bisschen ein Problem mit dem Vertrauen und so weiter. Und das, muss ich sagen, ist etwas, was es zu bekämpfen gilt natürlich, wo man immer wieder daran erinnern muss, du sorgst ja dafür, um dann die richtigen Schlüsse aus dem Ganzen zu ziehen, damit das Vertrauen in der Bevölkerung wieder größer wird. Und am letzten Punkt, wenn du willst, bringe ich mal eine Tabelle, weil der Franitzky hat einmal über 66% Zustimmung als Kanzlerbonus gehabt. Das war nur ein Kanzlerbonus und ich kann da noch ein paar andere Kanzler auch noch erzählen, die das gehabt haben. Ja. Wir sind nur dort gesessen und haben gesagt, wie können wir erreichen in einer Wahlbewegung, dass die 66%, die den Franitzky wollen, dann auch SPÖ wollen? Das war halt nie der Fall, aber es war immerhin, das war ein Kanzlerbonus. Ja. Und das hängt schon mit der ganzen Geschichte zusammen, ob man da ein gewisses Vertrauen hat. Und da ist alles, auch was du aufgezählt hast, ist negativ und ist da nicht positiv und fördert nicht. Ich bin ja da dabei. Ja. Aber du verteidigst das jetzt gerade. Ich verteidige gar nicht. Verteidigst nein, ich sage nur die Frauen. Du tust nicht nein, so, nein, dass ich nicht immer, dabei war. Nein, bevor ich immer in der Twitteria einhandeln lasse, dass ich da gläubig zuhöre, wenn du sagst, alle anderen sind böse Finger. Und die Blauen waren lauter Engel. Muss ich jetzt für die Twitteria, hallo Twitter, muss ich jetzt mal kurz sagen, auch die Blauen waren Teil der Herrschaftskasse. Das ist der große Unterschied.
Unterschied. Auch hallo Twitter, mir kennt es alle im Buch, glaube ich, rutschen. Die Twitterier ist mir völlig wurscht. Ja? Ich Retterin für die Leiterin, für die Menschen. Ja, ist mir so wurscht, ich bin gar nicht auf Twitter. Die können mich verschitten, wie ist mir völlig ich diskutiere nicht und argumentiere nicht für die Twitterblasen, für die Schickeria aus Twitteria, sondern ich rede hier für die, vom Leid der Menschen, von den Sorgen und Problemen der Menschen. Du nicht, du verteidigst jetzt gerade das. Ich habe jetzt gerade nur gesagt, dass ich das nicht für in Ordnung finde, dass der Finanzminister Boni ausschied in einer Zeit wie dieser. Bin ich deiner Meinung? So hat kein einziger freiheitlicher Politiker Bonis ausgeschüttet im Ministerium, sage ich in keiner Regierung. Ich bin deiner Meinung. Zweiter, ne, dann hättest du das sagen können. Und sag's jetzt. Nicht einen, weiß ich nicht, sonderbaren Angriff auf frühe Regierungszeit. Nein, aber wenn du schon beim Erinnern bist, erinnere ich dich daran, dass in der Regierung, wo ich Klubobmann war, nämlich in den Jahren 2000 bis 2002, die höchsten Zustimmungswerte in der Geschichte einer Regierung waren mit 68% damals in den Umfang. Jetzt sage ich da warum. Weil damals Empathie-Menschen am Ruder waren und weil damals Leute am Werken waren, die gesehen haben, wenn es Probleme gibt und weil es auch damals keine explodierende Inflation aufgrund Eigenverschulden gab und weil es eine völlig andere Situation war. Und es war die Freiheitliche Partei, das gehört auch nochmal gesagt, die als erster die Initiative ergriffen hat, Politikergehälter zu senken. Jetzt die letzte Politikergehaltsrunde, wo Rote, Schwarze, Grüne alle mitgemacht haben, waren es die Freiheitlichen, die Einzigen, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Bis heute machen sie nicht mit. Und um das geht es. Es geht mir nicht darum. Es geht mir alle. Du kannst es ja nachprüfen. Es gibt diese ganzen Fonds, es wird eingezahlt. Der Dominik Nepp war einer der Ersten in Wien, der den Ludwig auch nicht schon, dass er mal von seinen... Und der Grasser war seinen, Begriff seinen, der Empathie. Der war bei der ÖVP am Schluss, nicht? Oder ja, war naja, okay. Aber ich würde jetzt keine Geschichtsaufklärung machen. Aber du musst ja zugeben, dass wir gerade jetzt aktuell in einer Zeit leben, wie selten der Fall war. In einer Zeit, wo es den Menschen wirklich nicht gut geht. Absolut richtig. Und in dieser Zeit schauen ja alle besonders hin. Ja. Und warum werden dann Bonus ausgeschüttet im ÖVP-Finanzministerium? Warum werden Politikergehälter erhöht? Von 24 auf 25.000 Euro im Monat. Also das kann ja keiner mehr nachvollziehen. Und da muss ich sagen, da muss man auch dagegen halten. Und da nutzt es halt nichts, wenn man Versatzstücke aus der Vergangenheit, die nicht einmal halten, weil die Freiheitlichen sind der Regierung anständig verhalten. Da muss man auch sagen. Ich habe auch anständig verhalten. Ja. Ich gehöre zu denen, die da differenziert sind. Wir reden ja über die heutige. Ein Freiheitlicher ist grundsätzlich nicht anständig, mein Leben nie gesagt. Ja. Ja. Ich habe mit vielen sehr gut zusammengearbeitet. Ja. Ich bin nur halt für ein differenziertes Geschichtsbild, damit wir uns da nicht verrennen. Aber von einem Geschichtsbild haben die Leute halt nicht. Die wollen wissen, warum geht es bei der SPÖ um 3% oben bei der ÖVP. Komm mal zurück sozusagen ins Hier und Jetzt. Der Chap kritisiert immer, dass wir so wenig über die Grünen sprechen. Ja. Die sitzen ja auch in der Regierung bekanntermaßen. Sind jetzt einstellig in den Umfragen, kommen momentan auch nicht wirklich vom Fleck. Dennoch gibt es viele Strategen, die sagen, eigentlich wären die Grünen jetzt in einer Position, wo sie vielleicht sogar Regierung aufkündigen könnten, weil sie damit argumentieren können, wir haben jetzt doch einiges umgesetzt. Jetzt haben wir gerade dieses Öl- und Gasverbot beim Heizen durchgebracht. Sehen Sie das auch so? Ja, hätten die Grünen einen Grund, diese Regierung zu kriegen? Nein, denen ist es auf den Nerv gegangen, dass wir immer gesagt haben, die streben die Diktatur an. Ja. Und die hätten ja wollen erzwingen, dass man sozusagen vom Gas und von die Heizungseinrichtungen, dass man das mit Zwang bis 2030 oder am Ende. Ist ja Gott sei Dank. Ist gefallen. Stand. Dank, da muss ich sagen, das war sehr klug. Von denen in der Regierung, die das nicht wollten, jetzt ist es nur mehr Freiweg, Anreiz. Also da sind die Ökodiktatoren natürlich in die Schranken gewiesen worden. Das war gut. Das ist Vernunft. Sage nicht, Politik mit Vernunft und Augenmaß. Ja, das war mit Vernunft und Augenmaß, weil das keinen Sinn macht. Und mit Förderungen wird das versucht, das in den Griff zu kriegen. So. Und die Grünen, die schwanken ja jedes Mal zwischen Ministerien und kompletter Anpassung. Ja. Also gerade, dass er nicht Halleluja Engel sagt, näher, wenn er dem Kogler das Wort gibt. Ja. Also das ist die eine Variante und die andere Variante ist der Vizekanzler Kogler, falls die das manche nicht mitverzeihen haben. Und die andere Variante sind die beinharten Öko-Zwangler. Ja, da gehört halt die Gewässler dazu, wenn man es nicht behindert. Das hat schon mit Lobautumlo angefangen, gegen die da massiv auftreten ist. Und die Wasilak und andere eigentlich damals dafür waren von den Grünen. Also okay, aber da frage ich mich,
Was wird mit den Grünen sein, wenn die einmal nicht mehr in der Regierung sind? Ja. Wer will mit denen, erstmal sind die total uneinheitlich, die haben jetzt da 9%, ich bin mir nicht einmal sicher, ob die überhaupt 9% bei der nächsten Wahl kriegen. Das ist ja nicht auszuschließen, dass die überhaupt wieder ein bisschen auf Trockentock gehen. Aber darf ich das gleich aufnehmen? Ich meine, derzeit geht es sich ohnehin rechnerisch nicht aus, dass es eine Neuauflage einer ÖVP-Grünen-Regierung gibt, aber es gibt ja auch Gerüchte, dass es zu einer ÖVP-SPÖ Regierung käme, vielleicht mit einer dritten Partei, Grünen oder also Neos. Im Moment wäre es gar nicht möglich mit diesen. Nein, die drei würden sich schon ausgehen, glaube ich. ÖVP, SPÖ, Grüne würden sich, glaube ich, ausgehen. Ich auch nicht. Also schaue ich dann gleich parallel nach. Woher? Achso, bei der Hochrechnung. Bei der Hochrechnung geht es sich so aus. Ja. 24, 21 und 9, also das würde sich schon ausgehen. Aber würden Sie überhaupt noch einmal mit den Grünen in eine Koalition gehen wollen? Weil war das nicht der größte Fehler der ÖVP? Nein, ich glaube nicht. Nein, also der Meinung bin ich nicht, aber das ist auch kein Geheimnis. Ich war immer eigentlich für eine schwarz-grüne Koalition. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es das im Jahr 2002 schon gegeben hätte. Das wäre eine Chance gewesen, die ÖVP. Die ÖVP wäre ja auch bereit gewesen. Die Grünen haben es sozusagen verpasst, weil die Grünen haben damals wegen des Peter Pilz, der hat das dann in der letzten Runde sehr massiv abgebrochen unter dem Argument, da würden die Wiener Grünen nicht zustimmen. Ich habe dann später gehört, das wäre wahrscheinlich durchaus durchgegangen, auch bei den Wiener Grünen. Aber letztendlich ist es dann erst Realität geworden, 2019. Und, aber sind die zwei Parteien nicht einfach zu unterschiedlich? Die sind extrem unterschiedlich, gar keine Frage. Hat sich ja auch gezeigt in der Zusammenarbeit, die war natürlich nicht immer friktionsfrei, wäre auch völlig unmöglich gewesen, weil wenn zwei Parteien so völlig unterschiedlich sind, wie sollen die ihren Wählerinnen und Wählern erklären, dass das, was die Grünen jetzt sagen, für die ÖVP alles völlig in Ordnung ist? In manchen Punkten waren wir ja nicht weit auseinander und daher hat es in gewissen Bereichen ja wirklich auch Fortschritte gegeben. Wenn ich also an die frühe Zeit der Grünbewegung zurückdenke, in den 80er Jahren, war es eigentlich der Erhard Busseck, der mit den grünen Ideen angefangen hat. Und letztendlich war es der Joschi Riegler, Parteiobmann der ÖVP, der die ökosoziale Marktwirtschaft nicht erfunden hat, aber propagiert hat in seiner Zeit als Parteiobmann, war damals seiner Zeit weit voraus, wurde von niemandem damals verstanden, was ist die ökosoziale Marktwirtschaft. Und letztendlich, das ist heute ein Thema, das für jeden selbstverständlich ist, dass es das Gleichgewicht zwischen ökologischen Zielen, wirtschaftlicher Vernunft und einer marktwirtschaftlichen Komponente gibt. Das heißt, da war die ÖVP wirklich immer Vorreiter und daher war ich für Schwarz-Grün und bin traurig, dass es jetzt eigentlich in den Umfragen so schlecht gesehen wird. Weil so schlecht, wie die Umfragen jetzt sind, so schlecht war diese Regierung nicht. Da bleibe ich dabei, weil sie hat in den letzten 4 Jahren und ein Jahr bleibt noch, wirklich viel weitergebracht. Und zwar in der extrem schwierigsten Situation, die je eine Regierung, wenn ich jetzt von der Nachkriegszeit absehe, 45 bis 50, 55 in der Besatzungszeit, war das sicher die Regierung, die mit den größten Schwierigkeiten und mit den größten Katastrophen, sage ich jetzt, vom Krieg, der Pandemie und diesen unerwarteten, eigentlich und nicht unbedingt erwartbaren Zwischenfällen getrieben war. Ja, dass die Zeiten schwierig sind, glaube ich, bestreitet niemand. Über die Performance der Regierung scheiden sich wahrscheinlich hier im Studio die Geister. Sie sehen das, glaube ich, ganz anders. Welche Rolle spielen denn die Grünen bei dieser schlechten Performance? Naja, ich möchte nur sagen, es hat ja jeder jetzt die Sendung vorher gesehen mit der Umfrage. Es kann ja jeder auf YouTube sich anschauen. Die Werte der Regierung sind so desaströs. Es hat nichts mehr mit Schwankungsbreite zu tun, sondern die sind desaströs. Und da kann man nicht sagen, das sind nur Umfragen und in Wahrheit ist die Regierung viel besser. Nein, die Regierung ist einfach schlecht und das sagt die Bevölkerung. Die Regierung ist objektiv schlecht und der Souverän hat immer das letzte Wort, der Wähler und in dem Fall auch die Menschen, die bei diesen Umfragen gefragt werden.
Jetzt kann man sagen, wenn das irgendwo bei 50-50 ist, ist vielleicht noch diskutabel. Aber wenn einmal zwei Drittel oder drei Viertel der Menschen sagen, diese Regierung ist schlecht, na, dann hast du ein ziemliches genaues Thermometer in dem Land. Ich spare dir jetzt, liebe Maria, die Auflistung von all den Wahnsinnigkeiten, die diese Regierung so alles getrieben hat die letzten Jahre. Nur ein Punkt. Mir wundert es jetzt sehr, dass du so eine große Anhängerin bist von Schwarz-Grün, denn so ich mich erinnern kann, warst du bis 2000 die glühendste Verfechterin von Schwarz-Rot. Okay, hat sich verändert. Du warst immer, ja, eine Großkoalitionärin. Ich war immer eine Großkoalitionärin, ja, aber ja, glühend war ich nie. Jetzt für die große Koalition. In die Verlegenheit einer großen Koalition wird ja die ÖVP jetzt nicht mehr kommen, nachdem sie Dritter nur mehr ist. Es hat ja mit großer Koalition nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, dass du hast deine Meinung und findest es gut mit den Grünen. Ich glaube nur, dass du auch in der ÖVP schon ziemlich exklusiv diese Meinung hast. Denn spätestens ab dem Zeitpunkt, ist es jetzt ja 2 Jahre, oder noch länger, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt das Datum nicht, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo der Herr Kogler ausgezogen ist, mit allen anderen Parteien, nämlich mit allen, ein Bündnis zu schmieden, um Sebastian Kurz, war ich links, aus dem Amt zu jagen, haben sich viele ÖVPler gedacht, was haben wir da für einen Koalitionspartner? Und wir wissen, wie das ausgegangen war, wenn der Sebastian Kurz nicht selbst zurücktreten war, dann wäre diese sogenannte Sonntagskoalition aus allen anderen 4 Parteien am Montag in Kraft getreten und hätte einen Misstrauensantrag verabschiedet gegen diese Regierung. Das heißt, ihr habt einen Koalitionspartner, der euch in dieser Legislaturperiode und auch schon in der vorigen nichts anderes angestellt hat, als einen nach dem anderen zu killen in Wahrheit. Und das schaut sich auch schon wieder so aus. Also das ist, wie, ob das ÖVP-Land so taugt, dass jetzt der Messias da quasi unter die Räder gekommen ist, dank des Herrn Kogler, muss man in der ÖVP klären. Ist ein ziemlicher, wie soll ich sagen, ein sehr exklusiver Masochismus, den man da hat, aber mag sein. Die Wahrheit ist, dass diese Regierung am Ende ist. Das ist vorbei, Gott sei Dank. Es kommt das große Aufatmen, spätestens in einem Jahr, vielleicht auch davor. Und dann wird es was anderes geben. Und zwar etwas anderes, das eine Erneuerung bieten wird müssen, was wahrscheinlich nicht gehen wird, nur gehen tut alles, wenn man Mehrheit findet. Dass man eine Regierungskoalition der Verlierer dann zimmert, das kann alles sein. Du hast dann Rot, Schwarz und Grün, alle mit einem ordentlichen Minus sagen, na, das ist aber, was die Wähler sagen, ist uns wurscht. Der Kickl ist erst einmal, ist ja egal, wir bilden eine Regierung gegen die stärkste Partei und dann dauert es halt noch 1,5, 2 Jahre, bis dann irgendwie die FPÖ bei der Absoluten vielleicht landet, weil das wird nicht halten, eine Dreierkoalition. Das heißt, eine stabile Regierung kann ja nur eine Zweierkoalition sein und der Wähler hat das Wort und dann wird man sie zusammensetzen. Ja, darf ich dazu schnell was sagen? Da hat er nämlich vergessen, es hat schon mal eine Regierung gegen die stärkste Partei gegeben, das war der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte. Richtig. Der Erstplatzierte war die SPÖ, ja, der Drittplatzierte war der Schüssel, ja, weil sich der Kanzler nicht einigen konnte, ist, nein, mit nein, der ÖVP. Es war aber so. Man muss immer, schau, wenn man schon, wir machen ja, ist ja Bildungsfernsehen. Zweierkoalition. Ist ja auch Bildungsfernsehen. War aber Informationsfernsehen und Bildungsfernsehen und daher muss man das, glaube ich, auch so darstellen, dass das damals so war. Und dann haben wir einen zweiten Punkt, jetzt kommt sie dran, der Pütz hat es in die Luft gejagt wegen die Eurofighter, weil ja, der Schüssel richtig nicht runtergereiht ist von den Eurofighter und der Pütz nicht runtergereiht ist von den Eurofighter und wir nicht runtergereiht sind, im Nachhinein sind wir alle bestätigt worden, aber ist egal. So, dadurch ist das nicht zustande gekommen und ist nur um der Wahrheit willen, sei das auch noch letztendlich hinzugefügt. Und ansonsten nicht einmal der Papst sagt mir, dass er unfehlbar ist. Ich sage das nur, wir sind ja auch eine Religionssendung ein bisschen. Und daher, weil da manchmal so gläubige Wortmeldungen sind. Und daher sage ich, es ist niemand unfehlbar. Und ich finde, es tut niemandem weh, wenn er sagt, hier habe ich geirrt oder Entschuldigung oder sonst, da gebe ich dem Peter völlig recht. Also das muss drinnen sein. Aber wenn ich sage, just am Ende, nein. Und wenn ich einmal was gesagt habe, da habe ich kurz vorher die Erleuchtung gehabt. Und ich bleibe bei der Erleuchtung. Ja, das Licht ist schon längst angerannt. Der Bürgererleuchtung. Aber er bleibt bei der Erleuchtung. Ja, na, vielleicht kann er gar nicht, weil er kriegt jetzt einen Vorzugspreis beim Burger King. Warum soll sich der jetzt distanzieren? Also er verrückt sein. Dann kriegt er einen Euro billiger. Um das noch sozusagen jetzt auch abzuschließen, es war der McDonald's. Es war doch der McDonald's. Ja. Aber Burger King ist die Übersetzung vom Bundeskanzler. Aber ja, ja, aber Burger King hat das Menü 1 plus 1. Das Kanzler stimmt. Burger King hat das Kanzler. Burger und einer gratis. Aber er hat über McDonald's gesprochen, der Nehmer. Aber wir sprechen jetzt gleich über die Opposition und die Frage, hat er neue oder haben neue Parteien da eine Chance bei der nächsten Wahl? Da gibt es ja alle möglichen, die sich da momentan ein bisschen in Stellung bringen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt.
Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil unseres Wahlbarometers für heute. Wir sprechen über die Opposition, aber auch darüber, gibt es derzeit Chancen für eine neue Partei. Da gibt es ja einige, die sich in Stellung bringen. Der Ottmar Karas hat zuletzt doch durchaus Andeutungen gemacht, dass er sich vorstellen könnte, bei der Nationalratswahl anzutreten. Die KPÖ wird wohl antreten, in irgendeiner Listenform. Marco Pogo mit seiner Bierpartei könnte antreten. Und von Christian Kern gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass er vielleicht bei der einen oder anderen Liste dabei sein könnte. Sehen Sie derzeit Chancen für so eine neue Partei, wurscht, wo die jetzt angesiedelt ist? Man könnte jetzt sagen, das sind diese ganzen Politiksüchtigen, die nicht genug kennen und immer wieder antreten. Nein, es hängt immer an den Personen. Mittlerweile ist ja die Politik so personifiziert in Wirklichkeit, dass es an den Personen hängt. Es ist grundsätzlich, und das gilt für alle, für eine neue Partei bei einer Nationalratswahl immer schwer. Also es ist bei einer Präsidentenwahl, wo alle antreten, einfach, ein halbwegs Ergebnis zu erzielen. Ja, du hast das ja probiert. Es wird eine, wer ich? Eine PZÖ. Achso, PZÖ. Naja, aber die waren auch nicht neu dann, waren auch schon im Parlament. War. Es ist immer schwierig, weil du hast eine 4%-Hürde. Es werden in Wahrheit im Fokus immer nur die Parteien gebracht, die schon im Parlament sind, vom ORF abwärts bei den Diskussionen, Fernsehauftritten. Aber ich glaube schon, dass es ein paar Unterschiede gibt. Würde zum Beispiel Sebastian Kurz, auch nicht ausgeschlossen, mit einer eigenen Partei antreten, dann gehe ich davon aus, dass er zumindest den Sprung ins Parlament schafft, möglicherweise sogar die ÖVP überholt, wer weiß. Bei Ottmar Karas, ich weiß es nicht, ist auch eine Persönlichkeit, die überlegt, wäre auch spannend. Und beim Pogo kann ich nur sagen, der kommt zwar jetzt bundesweit nicht vor, aber es gab, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, vorige Woche erstmals, ich glaube auch vom Hayek, eine Umfrage für Wien, nur Wien, und da liegt er dort bei 14%. Vor der ÖVP. Das ist schon vor der ÖVP. Übrigens nur für die, damit du es klar weißt, die SPÖ liegt bei dieser Umfrage bei 35% und die Freiheitlichen bei 23%. Jetzt glaubt man, das ist noch relativ viel Unterschied. Man muss aber den jetzigen Unterschied sich anschauen. Der jetzige Unterschied bei der Wien-Wahl betragt 35 Prozentpunkte zwischen SPÖ und FPÖ. Bei dieser Umfrage ist der Unterschied nur mehr 12 Prozentpunkte. Also, das kennt eine spannende Auseinandersetzung. Da hast du dann wirklich eine Polarisierung und einen möglichen, so wie das ist, ein Wettrennen auch zwischen den Ideen des Dominik Knepp und des Michael Ludwig. Das nur zu dieser Umfrage. Das heißt, ja, es gibt eine gewisse Chance für diese Parteien. Groß ist sie nicht, aber sie hängt an den Personen. Eine No-Name-Gruppe, wir wissen ja, bei jeder Nationalratswahl treten ja sowieso 15, 16 Parteien immer an. Von denen hört man dann nichts in die Genunter. Aber mit einem guten Zugpferd an der Spitze kannst du zumindest den Einzug dieser 4%, glaube ich, schaffen. Das ist möglich bei den von mir jetzt genannten. Weil die sind einfach, die haben einen Bekanntheitsgrad und sicherlich auch Fans. Ein Beispiel. Ja, ich war ja auch in der Hochschule im Ständenparlament gewählt. Also ich habe ja wirklich eine lange Tätigkeitskarriere schon vorzuweisen. Da hat es eine Gruppe gegeben, die hat geheißen Morgenmuffel. Piraten hat es einmal gegeben. Da hat es gegeben, Piraten. Die Rebellen vom Liangshangbo, auch gewählt. Die Piraten. Und warte mal, die haben ein Mandat gewonnen immer, dann sind sie ins Hörsaal gegangen und haben das Mandat verlost. Also das ist schon der anarchische Zugang zur repräsentativen Demokratie und kein positives Beispiel. Daher finde ich, weiß ich nicht, ich habe da... Gut, aber die genannten sind ja Großteil, sage ich mal, ernsthaft. Ja, kann ich ja dazu jetzt was sagen. Übrigens verdienst du das OE24. Wie klein auch immer eine Gruppe ist, sie wird auch gebracht. Das finde ich ist Demokratie. Ja. Und nicht diese amtliche Nummer, ob am bestimmten kommst du vor, sonst kommst du nie vor. Oje, ist sie wieder nicht ausgegangen. Also das ist, muss ich einmal sagen. Aber dazu, ist, ich glaube an das nicht, der Ottmar Karas, der hat einfach einen gescheiten Abgang gemacht, wird jetzt da wahrscheinlich irgendwo als würdiger Berater mit einem Stock in der Hand in der Gegend herumgehen. Ich schätze ihn sehr, weil der hat mir irrsinnig geholfen damals bei der Friedensdemo, dass er auch Redner war, weil ja wir da das durchkämpfen haben müssen bei den 70.000 Leuten Anfang der 80er Jahre gegen diesen Atomraketenwahnsinn. Da war er auch Redner, also ich schätze ihn, aber ich glaube nicht, dass er kandidiert. Das kann man nicht vorstellen. Auch der Kern wird nicht kandidieren. Und der Kurz bockert auf eine Spitzenkandidatur in der ÖVP. Ja, weil er ist ja nicht ganz gegen die Wand gelaufen, sondern der wird einfach jetzt, das haben wir ja schon diskutiert, mit seinem, der Richter ist befangen und wenn ich verurteilt wäre, bin ich ein Unschuldslamm, ja,
Da kann, mit der Nummer kann er dann zu Ostern auch gleich nochmal auftreten. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist seine Strategie. Und mit dem tritt er auf. Und warum auch nicht? Wir leben in einer Demokratie und daher kann jeder das machen, was er will. Bei der Bierpartei kann ich schwer einschätzen, ob die nicht Buntigam Göss kann sein bei einer bundesweiten Wahl, dass die dort, wo Bier gebraut wird, auch entsprechende Stimmen kriegen. Wenn die Menschen das zum Ausdruck bringen wollen und wir gern mehr und billigeres Bier haben und das ist ihr Vertreter, ist es okay. Also ich finde, ich habe da kein Problem. Ja. Du kannst da über eine Krachelpartei machen, du kannst auch eine gespritzte Partei machen. Ja, wobei machen. Der Dominik Vlatzny hat ja bei der Präsidentenwahl nicht so schlecht abgeschnitten. Hat er gut gemacht. Sagen. Und ja, da hat er ja auch durchaus ein paar ernsthafte Positionen. Ein Riesenunterschied. Bei der Präsidenten, nur ganz kurz, bei der Präsidentenwahl haben immer wieder Spaßvögel gut abgeschnitten. Erinnern wir uns zurück. Bei der Nationalrats, erinnert euch zurück, wann das letzte Mal eine Partei bei der Nationalratswahl ins Parlament eingezogen ist, die dann dort auch dauerhaft existiert. Ja, das war das letzte Mal, aber das ist auch schon Jahrzehnte wieder. Du musst aber schauen, dass du ein regierungsfähiges Parlament hast, dass du ein politisches System hast, das handlungsfähig ist, durchsetzungsfähig ist, das auch international ein Faktor ist und das sozusagen den Menschen hilft, mit ihren Zukunftsängsten und mit all ihren Bedürfnissen und mit all dem, was sie da an Mietenteuerung und was weiß ich, was alles abspielt, dass man da, und da brauchst du eine starke, nicht eine autoritäre Demokratie, kein Orban, sondern du brauchst eine funktionierende, starke Demokratie mit Parteien, die anerkannt sind und ein gewisses Grundvertrauen haben. So, und das halte ich für wichtig und das muss man anstreben. So, mehr will ich dazu nicht sagen, wenn wir jetzt da immer spielen mit dem, ob nicht der Außenseiter kommt und der, was glaubst du, wie oft wir Mails kriegt, dann warum nicht wir zwei gemeinsam kandidieren? Ja, ja nein, wir haben Möglichkeit. Wir würden Angst und Schrecken verbreiten. Wir würden Angst und Schrecken verbreiten. Dann bin ich ja so froh, dass wir heute ein bisschen kontroverseller debattiert haben, weil wir da in manchen Fragen viel zu sehr Übereinstimmung haben. Also jedenfalls, wobei so viel Übereinstimmung mit ihr kann man gar nicht haben. Gell? Das geht sich nicht aus. Gibt es die Sehnsucht Ihrer Meinung nach einer neuen Partei? Also oder einer neuen Liste? Nicht, nein. Nicht in der ÖVP, nein, in der die Bevölkerung. Die Sehnsucht gibt es natürlich überhaupt nicht nach einer neuen Liste, Gott bewahre, weil jede neue Liste nimmt natürlich überall weg. Ich meinte in der Bevölkerung, bei den Österreichern und bei den Österreicherinnen und Österreichern, naja, irgendeinen Unterhaltungswert bietet ja immer eine neue Partei. Und da bin ich bei den beiden, es kommt immer auf den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin an. Es ist eine Persönlichkeitswahl, obwohl natürlich, auch da muss ich recht geben, ein Riesenunterschied zwischen einer Präsidentschaftswahl und einer Nationalratswahl ist. Bei einer Nationalratswahl brauche ich nicht nur eine Liste, sondern eigentlich 9 Landeslisten, weil wenn ich nur in einigen Bundesländern antrete, ist die Chance, dass ich überhaupt hineinkomme, sehr gering. Und da würde ich es am ehesten von den jetzt genannten noch nicht im Parlament sein, den Marco Bogo oder alias Vlasny nennen, der in Wien vielleicht eine Chance hätte, da zumindest einmal ein Grundmandat zu machen, weil das ist ja die Grundvoraussetzung. Die er hat allerdings in den Bundesländern, weiß ich auch nicht, und ich habe den Eindruck, er ist ein Einzelkämpfer, also ich glaube, der würde schon daran scheitern, eine Liste zustande zu bringen, aber dem würde ich es am ehesten von den bis jetzt nicht vertretenen Parteien oder Parteigängern zutrauen. Beim Ottmar Karas, glaube ich auch, bin ich eher beim Josef Czap. Der wird auch nicht, auszuschließen ist es nicht, die wird es nicht ausschließen. Und wenn, dann hat er einen hohen Bekanntheitsgrad aus den letzten EU-Wahlkämpfen und je nachdem, wen er aus seiner Liste vereint, falls es ist ja immer wieder der Christian Kern da im Gespräch, denen würde ich einen Einzug zutrauen, wenn sie gemeinsam kandidieren. Alle anderen sind jetzt schwer einzuschätzen, inwieweit sie sich hier noch formieren oder welche Gruppe es da noch gibt. Aber ich würde auch von einem charismatischen oder einer charismatischen Persönlichkeit abhängen, ob es der gelingt, wirklich mit einem Thema und Begeisterung zu finden, um diese 4%-Hürde zu überspringen. Abschließend die Frage noch, der Hype um die Kommunisten ist vorbei? Weil nach der Salzburg-Wahl waren sich alle sicher, die treten bei der Nationalratswahl einziehen. Glaube ich überhaupt nicht, denn wenn ich mir jetzt die Umfrage anschaue, ich habe das letzte Mal schon gesagt, immer dann, wenn die SPÖ 1 oder 2% runter geht, geht die KPÖ 1-2 rauf. Da haben sie jetzt viele geschreckt von den Wiener
Goldmarxisten, die sich da ihre Grundstücke vergolden lassen und sind wieder zur KPU gegangen, weil die tun das einfach nicht, was da die Roten machen. Das liegt auf der Hand und muss man schon aufpassen. Also 4% bundesweit reicht, da kommst du ins Parlament rein. Ja, und wir haben jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, kommt jetzt diese Salzburg-Wahl noch daher in der Stadt. Da werden wir uns anschauen, wie die dort reüssieren, ob das ein Einzelereignis war, aber jetzt haben wir dann schon ein paar viele Einzelereignisse. Jetzt haben wir Graz, dann haben wir das Salzburger Landtagswahl, eventuell noch die Stadt Salzburg. Also in Wahrheit steht die KPÖ mit einer einzigen Partei in Konkurrenz. Landtagswahl in der Steiermark ist auch noch. Ja, das sind die Sozialdemokraten, die sind austauschende Gefäße und die werden sich darum kümmern. Das ist ja, deswegen, ich meine das jetzt wirklich ernst, die Strategie, die Grundsatzstrategie des Babler zu sagen, ich möchte jetzt einmal den linken Rand abdecken, so auf die Art, früher hat das da in Bayern der große bayerische Vorsitzende gesagt, neben mir rechts nur die Wand, und der Babler könnte sagen, neben mir links nur die Wand. Also Grüne, damit fischt er natürlich bei Grünen und KPÖ, und wir können das jede Woche anschauen, das sind Gefäße, die sich austauschen, wenn die einen runtergehen, gehen die anderen auf und umgekehrt. Allerdings reicht es halt nicht, um Erster zu werden, sondern es reicht halt gerade ein bisschen was in der Mitte. Ja? Und das wird nicht funktionieren. Wenn du Erster werden müsst, musst du in die politische, gesellschaftliche Mitte hineinwirken. Dort, wo der Kickl jetzt schon ist. Genau. Ja, der Kickl hinein möchte. Na, 30% ist ziemlich Mitte. Möchte, ist einmal 30%. Ja. So, wir sollten versuchen, die Sozialdemokraten noch reinzukommen. Aber was ich wirklich putzig finde, ist, die beiden da drüben, die möglichen Parteien oder Kandidaten hochheben, die der SPÖ am meisten schaden. Ja, das ist nicht lustig. Aber die haben wir nicht wie erfunden. Nein, die KPÖ überhaupt, der Erfinder der KPÖ ist überhaupt seit Jahrzehnten sozusagen nicht mehr auf dem Tablet. Ja, aber der Marco Pogo, der wird da immer regelmäßig von denen, die sagen, der kennt die Sozialdemokraten aus wegnehmen und nur mit drei Bier. Ja, also das ist ganz klar. Das ist populär. Das, ja, sicher. Na, wenn ich länger nachdenke, glaube ich, wird der Karas vielleicht doch Kandidat. Ja, also wir können da ruhig philosophieren, ich bin dafür. Gut, okay. Für heute sind wir am Ende. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit einem Interview. Die grüne Justizministerin Alma Sadic ist gleich zu Gast. Da geht es natürlich um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und auch das Match, das sich ÖVP und Grüne da heute geliefert haben, rund um den Prozess gegen Sebastian Kurz. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter mit Justizministerin Alma Sadic.